Und die Dame kam auch nicht zum Zug. Dank zweimaligen Ziehen der Neustartkarte. So als Zuschauer von diesen Videos, da sitzt man manchmal davor und denkt sich, na wie blöd kann eigentlich eine einzelne Person sein? So, ich habe nun endlich daran gedacht, Mirror auszurüsten und Mio einzuwechseln, ja? Also, das ist endlich erledigt. Verfluchter Pfeil, gut, meinetwegen. Aber das... war es wohl in den Fernseher gelagert. Aber das ist einfach so, wenn man nebenbei kommentiert und wenn man dazu noch zu 50% der Weltbevölkerung gehört, denen das Multitasking nicht zu eigen ist, ja, dann vergisst man immer wieder was, wenn man... man muss hier von oben rangehen. Wenn man so YouTube-Videos macht, gerade wenn man Playthroughs macht, dann labert man nebenbei, konzentriert sich noch so halb aufs Spiel und das ist alles tot und verderben. So, hier wäre eine Truhe, die wir mit dem kleinen Schlüssel, eine Türe, die wir mit dem kleinen Schlüssel öffnen können. Tut es nicht. Sondern, wir müssen wieder eine Jägerin besiegen. Und beim Rausgehen müssen wir es wieder tun. Ach nein, 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 nein. Dies ist die einzige Jägerin im gesamten Schloss, die nicht respawnt wird, weil ansonsten würde wahrscheinlich das Spiel ausbacken, wenn man dann von der anderen Seite durch die Tür kommt. So, nicht lange gelabert, ich überspringe den Kampf für euch. Aber da kommt ja noch Dialog. Ihr seid die Eindringlinge, hä? Hier ist der Zutritt verboten. Na, was rede ich da? Macht euch bereit zu sterben! Spürt die Kraft einer Jägerin der B-Klasse! Meinetwegen. Whatever. Ups, fast verpasst auf die Aufnahme zu drücken. Ich glaube, das war ein bisschen zu spät. Man hat jetzt den Einsatz verpasst, nicht wahr? Ja, Mio, hast du sonst noch was, was du werfen willst? Oh, schön Schaden gemacht. Ja, so viel zu Klasse B Jägerin. Danke, Mio. Und Cilly hat eine Verteidigung. Yay. Und Carlos hat 6 Angriff. Wuhu. Es wird immer besser. Wir steigern uns wieder. So. Genau, also so viel zu ihrer großen Klappe. Alles klar, das scheint die Kerker zu sein. Schnappen wir uns Colette und dann nichts wie raus hier. Allerdings sind wir zum falschen Eingang reingekommen, wenn wir Colette holen wollen. Aber wir holen uns ja erstmal jemand anderes. Komm mal um irgendeine Ecke rum. Danke. Ja, natürlich. Ja, wenn die Gegner genauso schnell rennen können wie man selbst, dann ist das fast zum Scheitern verurteilt. Immer. Ziehe ich eine reine Energie? Nein? Okay, dann kann ich den Kampf überspringen. Tolle Sache an Mio ist, sie macht nicht nur ordentlich Schaden, sondern scheint auch noch eine Reihe von Buffs zu haben. Beziehungsweise ein. Ich habe nicht gesehen, was er gemacht hat, aber... Noch Sicherheitsverlies. Zugang nur für Jägerinnen der Klasse B oder höher. Blöd, können wir wohl nicht rein. Einige Heiltränke für Carina mal wieder zu mitnehmen. So, diese Tür machen wir mit dem kleinen Schlüssel auf. Und nachher müssen... Ja, da. Schwarze Haare. Definitiv. Ja, passt nicht, oder? Ja, ich konnte mich doch noch richtig dran erinnern. Sie hatte dann keine rote Haare mehr. Gut, das muss noch ausgetauscht werden. Was zum... Du? Wie kommst du denn hier rein? Was? Du kennst mich? Ich sehe dich zum ersten Mal. Carlos, dein Gedächtnis... Nein, wir sind uns in Narukos begegnet. Ich wurde gerade von diesen Minerva und Tessa abgeführt, wohl eher, oder... verführt? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Als ihr das Dorf betreten habt. Stimmt, da war noch etwas. War mir total unwichtig, wenn Unschuldige gefangen genommen werden, das ist mir sowas von egal. Sie haben dich für die Erwärmung des Flusses verantwortlich gemacht, oder? Ja, aber ich hatte nichts damit zu tun, das schwöre ich. Ach du grüne Neune, du hast recht, wir fanden heraus, dass Fiery schuld an der Erwärmung des Flusses war. Tja, aber es ist nun mal noch nicht Weihnachten. Marvia hat einfach nichts im Kalender frei gehabt. Tut uns leid, Shana. Wir haben es gebannt und damit war der Fall erledigt. Nicht aber für mich, mich hat man hier in dieses Loch geworfen. Wenn ich diese Tasse an die Finger kriege. Ich frage mich, wieso sie dich nicht haben freigelassen, nachdem sie deine Festnahme als Irrtum herausgestellt haben. Terminprobleme. Wahrscheinlich haben sie mich einfach vergessen, dass ich noch hier unten sitze. Sie haben natürlich vergessen. Ich mach sie alle fertig. Ich sollte nicht so ins Mikro pusten, merke ich gerade. Willst du dich nicht uns anschließen? Wir müssen auch wieder hier raus. Da wäre es doch eigentlich am besten, wenn du gleich mitkommen würdest. Für gewöhnlich kämpfe ich nur alleine, aber es gibt für alles ein erstes Mal. In Ordnung, ich begleite euch auf eurem Weg nach draußen. Na dann, willkommen an Bord. Shana hat sich dem Team als Gastcharakter angeschlossen. Und
Ein Geheimnis gefunden, Geheimnis des Mädchen des Feuers. Zu Unrecht gefangen gehalten, lodert die Wut in ihr und entzündet ihr Schwert. Ein Geheimnis für all jene, welche Shana aus den Kerkern des Imperiums befreit haben. So. Sie wechsle ich dann vor dem nächsten Boss ein. Kleinen Schlüssel gefunden, ja, logischerweise, damit wir auch durch die andere Tür kommen. Damit sie dann auch gleich ihren Special gegen sie einsetzen kann. Damit der Kampf etwas schneller vonstatten geht. Wir sollten eigentlich kurz zuvor sein. Es müsste uns noch eine normale Jägerin entgegenkommen. Oder also B-Rang wahrscheinlich. Dann sollten wir eigentlich langsam durch sein. Wir nähern uns immer weiter, stetig dem Ende. Ach, schauen wir doch mal. Was es hier so gibt. Kuscheliges Bett. Gefängnisbetten sieht nicht sehr gemütlich aus. Also eigentlich schon. Wenn man mich fragt. Ich glaube, ich schaue mir... Tisch. Irgendwas unterm Tisch. Gefängnisbetten. Nicht sehr gemütlich, wie immer. Doppelzimmer. Das ist dann für Celia und Sakura. Gefängnisbetten. Nichts versteckt hier. Nö. Okay. Tolle Rüstungen. Wieso stehen hier so viele Rüstungen rum, wenn die Jäger alle Uniformen tragen? Das sind die alten Modelle. Für die ehemaligen Jäger. Ja, Jungs. Na, nur hinter diesem Schild scheint ein Knopf versteckt zu sein. Ich glaube, da habe ich ein bisschen gesucht hier. Du hast den Knopf betätigt. Genau. Aha. Na, nur da ist ein Schalter unter dem Tischbrett angebracht. Es wird einem aber durch eine magische Lupe gezeigt. Da ist ein Schalter umgelegt. Oh mein Gott, ich habe ihn umgelegt. Ich habe einen Schalter gekillt. Ah, natürlich. Da kommt sie wieder. Na nur, da ist ein Schalter an der Rüstung angebracht. Ich habe keine Chance, ihr auszuweichen. Die linke Zelle wurde entriegelt. Tja, Pech gehabt.